Jawohl, ein herzliches Willkommen heute an diesem Samstag, und zwar für Losung und Lehrtext. Und diese beiden Texte, die beschäftigen sich heute mit dem sogenannten Gehorchen. Wem gehorchen wir, oder sind wir keinem irgendwo etwas schuldig, und warum sind wir eigentlich hier auf dieser Welt? Schauen wir diese Texte uns doch mal genauer an. Da heißt es bei Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Das ist so einfach dahergesagt, und viele werden sich fragen, ja, ich würde das ja auch tun, wenn mir Gott ganz genau sagt, was ich tun soll. Dann würde ich mich danach richten, und dann wüsste ich ja, ich bin auf dem besten Weg und ich kann nichts verkehrt machen. Ich wäre ja töricht, wenn ich das nicht tun würde. Aber, und da kommt das ganz große Aber, ganz viele sagen, ja, ich höre Gott nicht reden, ich kriege keine Anweisung, ich weiß nicht, wo es lang geht in meinem Leben. Und wenn Josua diese Worte hier spricht, dann spricht er sie ja auch, weil er weiß, wie wichtig es ist, eben als er in den Dienst genommen worden ist und den Auftrag hatte, das Volk in dieses gelobte Land zu führen, dass er sagt, es geht eigentlich nur, er hat es bei Mose gesehen, wenn man auf Gott hört. Aber wie hört man ihn und wie sieht man, dass er tatsächlich einem den Weg weist? Und da gibt es nur ein Mittel. Und das hat ja Mose auch immer getan. Er ist in die Stille gegangen, er ist auf den Berg Sinai gegangen. Er ist in das Stiftzelt gegangen, er hat gebetet. Er hat also im Prinzip sich immer wieder an Gott gewandt und hat ihn gebeten drum, dass er ihm sagen möge, wie es und wo es lang geht. Und wenn man noch mal genau hinschaut, dass er dann natürlich eine Antwort bekommen hat, so direkt wie wir uns das vorstellen, muss das nicht sein. Das kann im Traum sein. Da gibt es die Möglichkeit, dass ein Mensch kommt und als Bote funktioniert und einem sagt, das und das würde ich machen, und plötzlich weiß man, wo es lang geht. Oder es kann natürlich auch sein, dass man, wenn kein Bote kommt und wenn man also im Prinzip auch keinen Traum hat, dass man dennoch spürt, hier oder dort geht die Tür auf und ich kann nur diesen einen Weg gehen, es gibt keine andere Möglichkeit. Gott zu hören und seinen Anweisungen zu folgen, heißt unglaublich sensibel zu sein und wirklich auch auf die kleinen Dinge zu schauen, auf die Stimmen, die einem am Tag begegnen durch Menschen, und auch zu sehen, habe ich alles menschlich Mögliche gemacht, und dann lasse ich es auf mich zukommen. Wir sind ja manchmal so bestrebt, dass wir es dann mit der Brechstange vor uns richten wollen, und wir merken dann auch hoffentlich manchmal, dass uns das regelrecht aus den Händen geschlagen wird, dass wir es dann gar nicht mehr weiter verfolgen können. Also auf Gottes Stimme zu hören, erfordert einmal immer wieder das Gebet, die Zuwendung zu Gott, die Bitte, er möge uns den Weg weisen. Und auf der anderen Seite auch das ganz hellwach sein, dass wir die Zeichen sehen, dass wir erkennen, dass wir abwägen und dass wir auch bereit sind, unsere inneren Wünsche einmal zurückzustellen. Ich kann das selbst aus bester Erfahrung wirklich auch wiedergeben. Die inneren Wünsche werden nicht immer von Gott erfüllt. Häufig geht es so, dass es ganz, ganz anders kommt, und dann erst viele Jahre danach oder Monate danach sieht man, es war ja viel besser als das, was ich mir eigentlich so ausgedacht habe. Kommen wir zu Johannes. Jesus sprach zu Pilatus: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Zum einen wird gesagt, ganz klar, Jesus hat den Auftrag, die Wahrheit zu verkündigen, und die Wahrheit ist nämlich das Verhältnis zwischen Mensch und Gott ganz eindeutig darzustellen, dass wir in der Kindschaft sind, dass Gott uns geschaffen hat und dass wir wieder zu Gott gehen können, gerufen sind, wenn wir ein gottnahes Leben hier in dieser Welt führen. Aber jetzt geht es, wer hört meine Stimme, nämlich der, der aus der Wahrheit ist. Und da kommen wir auf ein schwieriges Kapitel. Das heißt ja letztlich, wir müssen schon mit Gott verbunden sein, um überhaupt seine Stimme zu hören. Oder wie ist das gemeint? Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wann sind wir aus der Wahrheit?
Und ich denke, da gibt es einen kleinen Ritus, da gibt es einen kleinen Moment im Leben, in dem wir uns dann einfach auch Gott zuwenden und sagen, wir wollen den Heiligen Geist haben, wir wollen diesen Gott, den wir gesucht haben, mit ihm versuchen, dieses Leben auch zu führen, und das geschieht ja eigentlich in der Taufe. Und wer getauft ist, ist eigentlich in der Wahrheit, und der kann Gottes Stimme hören, wenn er das annimmt, was ihm in der Taufe geschenkt worden ist. Und das ist ein schwerer Prozess, denn wer nicht in der Wahrheit ist, und damit wird ja auch die Welt gemeint, die Welt draußen, wird die Stimme von Jesus nicht hören, wird sie verlachen, wird sie beiseite schieben. Und deshalb ist es so enorm wichtig, dass wir nicht nur vor uns schauen, sondern auch für jene Menschen, die von Gott fernstehen, dass es ihnen gelingt, irgendwie doch Gott zu finden und ihnen Möglichkeiten zu bereiten, dass sie angesprochen werden von Gott und dass sie ihn erkennen und dann auch aus der Wahrheit sind und die Wahrheit erkennen. Ja, das ist eine Wahrheit, die mit der Welt etwas anders im Verhältnis steht, nämlich Gottes Wahrheit übersteigt unsere menschliche Wahrheit. Ein Philosoph würde vielleicht sagen, Gottes Wahrheit ist die absolute Wahrheit. Da gibt es nichts zu deuteln. Das ist alles, was da umfasst wird. Da ist alles dabei. Und in diesem Sinne muss ich sagen, ja, Gottes Wahrheit ist etwas viel, viel Größeres. Und sie durchkreuzt auch häufig unsere Wahrheit. Und ich wünsche uns, dass wir seine Wahrheit auch hören, annehmen können. Und vielleicht, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenden wir uns doch an einen Menschen, der damit schon Erfahrung hat, der uns hilfreich zur Seite steht, der uns nicht nur begleitet, sondern der uns vielleicht auch aus seinem eigenen Leben erzählen und aufmerksam machen kann, wie man mit Gott dann in Verbindung kommt. Ich wünsche einen wunderschönen Samstag. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Haben Sie es gut und freuen Sie sich auf den Sonntag und denken Sie daran, der Sonntag ist der Tag der Auferstehung und da tut es gut, einmal anzuhalten, stille zu werden und sich von seiner Botschaft berühren zu lassen. Ich wünsche Ihnen also noch einen gesegneten Samstag und wie gesagt, wenn Sie mögen, schalten Sie wieder rein bei Reinichs Zeitgedanken, wenn es um Losung und Lehrtext geht. Auf Wiederloge!